Während du dieses Video siehst, bin ich bereits in Thailand. Doch fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. Bleib bis zum Schluss dran, um herauszufinden, welche Videos trotzdem in den nächsten Wochen kommen werden. Im Hintergrund seht ihr noch einmal ein paar Aufnahmen von unserer kleinen Höckerschwanfamilie, die wir im Frühling begleitet haben, bis die Jungen bei einem Hochwasser das Stauwehr hinabgezogen wurden und tragischerweise starben. Ja, heute möchte ich euch kurz erklären, was in den nächsten 2 Monaten so passieren wird. Und zwar werden meine Freundin und ich für knapp 9 Wochen als Backpacker Thailand, Malaysia und Singapur bereisen und uns mal richtig erholen. Sie hat gerade ihr Abitur hinter sich und ich habe Semesterferien und es ist dadurch einmal einfach die richtig gute Möglichkeit, länger gemeinsam zu verreisen. Doch was bedeutet das für den YouTube-Kanal? Keine Sorge, ich lasse euch nicht im Stich. Ihr werdet zumindest jeden Samstag ein Video von mir bekommen, ich war nämlich die letzten Wochen extrem fleißig. Neben den regulären 2 Videos pro Woche und den 7 Klausuren, die ich im Juli geschrieben habe, habe ich 11 Videos zusätzlich vorproduziert, die ihr samstags und teilweise dienstags um 18 Uhr sehen werdet. Das bedeutet, ihr werdet über den Sommer hinweg weiterhin mit Steckbriefen, Vogelquiz-Videos und mehr versorgt. Ich werde aber bewusst nicht regelmäßig Kommentare beantworten. Das wird dann erst wieder im Oktober so sein. Ich hoffe, ihr habt dort ein bisschen Verständnis, aber da möchte ich einfach die Zeit in Thailand und so weiter genießen. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und viel Spaß auch mit meinen Videos. Samstag am den 3.8. werdet ihr ein paar Videoaufnahmen zum Flussregenpfeifer, Flussuferläufer und Grünschenkel sehen. Alle 3 sind recht selten bis stark bedrohte Vogelarten, die ich bei mir in der Region vor die Linse bekommen habe. Zum Schluss möchte ich mich noch bei dir für deine Aufmerksamkeit bedanken. Tschüss und bis zum nächsten Mal.